Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, stehe ich gerade schon im fertigen Babyzimmer und wie ich das alles gemacht habe, umgeräumt habe, dekoriert habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Da räume ich alles raus. Ich habe dazu hier diese Box. Da tue ich immer alles rein, da das Grüne so fusselt und dann bekommen die einfach keine Fussel. So, die Einrichtung ist jetzt soweit mal draußen. Die Bilder hier passen jetzt zum Kinderzimmer auch nicht mehr so gut, deswegen kommen die auch mal weg. Damals hatte ich noch Gläser, das ging jetzt etwas schwerer weg. Das hier ist auch schon ehrlich gesagt etwas ausgebleicht, finde ich auf jeden Fall irgendwie richtig krass, dass das schon so lange hier hängt. Das Kaffeebild hier hinten, das passt natürlich jetzt auch nicht mehr. Entferne ich jetzt auch. Und dieses orangene Teil da hinten, das kommt jetzt auch weg. So, das Zimmer ist jetzt leer. Boden, den lasse ich so, weil den finde ich eigentlich ganz schön. Und es ist eigentlich egal, ob der jetzt im Büro oder im Kinderzimmer drin ist. Der passt auf jeden Fall zu beiden. Und das Geschlecht wisst ihr ja mittlerweile auch. Und zwar wird es ein Junge und ein Mädchen, für die, die es noch nicht wissen. Und dafür nehme ich diese zwei Betten. Ich finde, die passen perfekt für Zwillinge, weil die einfach die sind halt einfach gleich, nur haben eine andere Farbe. Also die werde ich auf jeden Fall schon mal nehmen. Als Wickeltisch nehme ich wahrscheinlich diesen hier, weil ich finde, man braucht nicht zwei Wickeltische. Oder ich nehme den da. Muss ich mal schauen. Ihr könnt ja mal hier oben auf dem i abstimmen, welchen ihr genommen hättet. Und als Schrank werde ich entweder diesen hier benutzen oder den da. Ja, und das war es eigentlich so mit meiner Grundausrüstung. Und ich würde sagen, ich stelle es mal jetzt so ungefähr hin und zeige es euch dann nochmal. Ich habe mich jetzt für diese Einrichtung entschieden. Hier drüben stehen die beiden Babybetten und in der Mitte dieser Schrank. Und als Wickeltisch habe ich jetzt diesen genommen, weil der einfach hier dazu passt. Und hier habe ich dann noch diesen Schrank hingestellt. Der hat da irgendwie noch ganz gut hingepasst. Und ja, eine der wichtigen Sachen sind natürlich die Tapeten. Mir hat hier das hier ganz gut gefallen dort. Allerdings mag ich die Farbe jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt hier für diese Tapete entschieden und werde die jetzt hier einfach drauflegen und das hier abmalen und hier einfach noch ein Stück dazu kleben, weil ich finde, das ist einfach wesentlich kindlicher und schöner. Und dann klebe ich das Ganze mit Kleberknete hier hin. Und mit einem Stück Tesa klebe ich hier nochmal drüber. Hier hinten tue ich dann noch ein blaues Papier hin. Das muss ich gar nicht befestigen. Das steht von alleine. Und jetzt testen wir mal, wie das ausschaut, wenn hier das Bettchen steht. Ja, ich würde sagen, das schaut ganz schön aus. Und hier nehme ich jetzt dann doch dieses Regal. Ich finde, das passt hier einfach noch ein bisschen hin von den Farben. Und dann kommt noch dieses Babybett hin. Und dass sich das Muster von hier drüben von der Tapete nochmal widerspiegelt, kommt hier hinten nochmal die gleiche hin. Ich habe hier dieses Bild noch gefunden. Ich finde es richtig, richtig schön. Es passt auf jeden Fall super hier ins Zimmer. Ich würde sagen, ich richte jetzt mal alles ein und zeige es euch dann, wenn es fertig ist. So, das Zimmer ist jetzt fertig eingerichtet. Hier seht ihr es nochmal von oben. Ja, ich finde es richtig schön und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt mal im Detail. Gleich hier steht das erste Zwillingsbett und zwar das von dem Mädchen. Ich habe hier oben so ein schönes Mobili gebastelt, weil mir das von Playmobil nicht so gut gefallen hat. Und ich würde sagen, wir basteln jetzt gleich mal ein Mobili für das Bett von dem Jungen. Dazu braucht ihr natürlich euer Babybett, dann Tesa, Draht, egal in welcher Farbe, dann hier einen Dekoball aus Holz, einen Perlen eurer Wahl und Pfeifenputzer, Cakepop-Stiele und zum Schluss noch eine Schere.
Alle Bastelartikel, die ihr jetzt hier übrigens gesehen habt, sind vom Teddy. Aus der Dekokugel schneide ich mir ein Stück aus, das ich dann zu einem Kranz zusammenkleben kann, und zwar mit Tesa. Dann habe ich mir 5 unterschiedlich große Stücke von dem Draht abgeschnitten und mir dann noch 5 Perlen ausgesucht. Dann kommt auf jedes Drahtstück eine Perle und am Schluss schaut das dann so aus. Am oberen Ende des Drahtes biege ich das hier so rum, dass man es dann gut aufhängen kann. Und dann schneide ich mein Cake Pop Stehen noch in 2 Farben. Ich habe hier einen blauen, weil der passt gut zum Bett. Dann braucht ihr noch ein Stück Pfeifenputzer und wickelt es dann so um den Cake Pop Stiel und befestigt dann euren Kranz. Damit ich das Ganze gut befestigen kann, habe ich hier einfach noch ein Stück Putterfix hingeklebt. Und dann kann man das Ganze ganz einfach daran befestigen. Und dann kommt auch schon der Draht mit den Perlen dran und fertig ist unser wunderschönes Mobili. So, aber jetzt würde ich sagen, zeige ich euch erstmal den Rest von dem Mädchenbett. In das Bett habe ich nämlich noch eine rosane Decke gelegt. Die Decke besteht aus einem Spülschwamm. Und da der Cake Pop Stiel hier oben ein Loch hat, habe ich dann auch einen Glitzerstein draufgeklebt. Und hier habe ich dann noch so ein wunderschönes Namensschild gebastelt. Dazu habe ich mir einfach ein Stück schwarzes Papier und ein Stück weißes Papier ausgeschnitten und dann von den Teddy-Buchstabenaufkleber jeweils eines draufgeklebt. Und jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, wie das Mädchen heißen wird. Das Mädchen wird nämlich Elisa heißen. Hier gab es dann doch noch ein anderes Regal, und zwar mein Lieblingsregal. Das ist mittlerweile Standard in jedem Video. Fragt mich nicht warum, aber ich liebe dieses Regal einfach. In dem Regal ist momentan noch sehr viel Platz, da ist bis jetzt nur eine Krabbeldecke und am Boden liegt ein Teppich, das ist einfach ein Stück rosanes Papier. Und auf das Regal habe ich hier noch dieses Boot gestellt, ich fand, das passt hier ganz gut hin. Hier ist dann die kleine Jungsecke, die finde ich auch richtig niedlich. Hier oben auf den K-Pop-Stiel habe ich ebenfalls wieder einen kleinen Glitzerstein geklebt, dass da kein Loch mehr ist. Und an die Wand habe ich noch hier dieses süße Bild geklebt, das ist so süß. Und das ist auch vom Teddy, und zwar ist das eigentlich ein Magnet. Und auch hier habe ich wieder ein Namensschild gebastelt und der Junge, der wird Aaron heißen. Dann geht es hier am Fenster weiter. Hier an der Ecke steht erstmal ein Stuhl, wenn man sich mal hinhocken möchte, stillen möchte, was auch immer. Dann ist hier ein schönes Regal, da ist noch sehr viel Platz, aber da kommen sicher noch einige Gegenstände rein. Hier habe ich dann noch eine passende Lampe gebastelt. Der Lampenschirm passt perfekt zur Tapete. Die Lampe besteht unten aus einem Flaschendeckel, den ich grau angemalt habe, dann ein Cake-Pop-Stiel und oben drauf ist dann einfach ein Papierlampenschirm. Und hier steht dann der Wickeltisch. Wie ihr seht, habe ich keine von den beiden genommen, die von Playmobil sind, sondern ich habe meinen selbstgemachten genommen. Mir gefällt der so gut. Wenn ihr wissen wollt, wie der geht, ich verlinke euch das Video mal hier oben auf dem i. Da habe ich den nämlich schon mal ausführlich erklärt, wie der zum Basteln geht. Das ist nämlich super easy. Ich habe auf den Wickeltisch noch eine Wickelunterlage gelegt. Das ist auch wieder ein rosaner Spülschwamm und daneben steht hier noch ein Windeleimer. Der besteht auch einfach nur wieder aus Papier. Hier an der Wand habe ich dann noch dieses Aufhängeteil befestigt. Das besteht aus einem Stock und da habe ich einfach Draht umwickelt und es oben an einer Perle befestigt. Die Perle habe ich mit Putterfix an die Wand geklebt. Hier unten steht noch ein gemütlicher Hocker. Und dann habe ich hier noch eine Wimpelkette gebastelt, die besteht wieder aus Papier und halt einer Schnur. Ich glaube nicht, dass ich jetzt im Detail erklären muss, wie die gebastelt wird, deswegen zeige ich sie euch jetzt einfach nur so. Elena war ja mit ihrer Mama zusammen einkaufen, und zwar für die Zwillinge. Ich verlinke euch das Video auch nochmal hier oben auf dem i. Die haben auf jeden Fall eine große Ausbeute gemacht und ich möchte das Ganze jetzt mal noch ins Zimmer einräumen. Auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Links und rechts könnt ihr jetzt noch auf 2 weitere Videos tippen, wenn ihr noch mehr Geschichten und Playmo-Specials von uns anschauen wollt.
Und hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video von uns gibt.